Ja, moin Leute, was geht? Gar wieder hier am Start. Wir spielen Mass Effect Andromeda. Lade Kampfprofil. Und ja. Da kommen sie! Da, wo wir jetzt mal aufgehört haben, da fangen wir jetzt an. Vorsicht vor dem Blitzen! Und ich schmeiß gleich diesen Controller direkt in. Ey, wie könnt ihr damit spielen, Mann? Das ist doch der größte Scheiß, den es nur gibt nebenbei. Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Kein Aim damit. Macht überhaupt keinen Spaß. Das läuft echt beschissen! Los, los, los! Die kommen aus allen Ecken gekrochen! Oh, ist auch gleich weg. Dann haben wir auch. Bleiben Sie zusammen! Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden! Na los, Gott! Beweg dich! Okay. Wir pushen mal ein bisschen vor. Was ist denn das hier? Oh. Achso, das bist du. Okay. Ne, hier ist noch irgendwo was, oder? Ne. Okay, pushen wir mal weiter, Munition aufzukommen. Und los geht's. Was mich ein bisschen stört, ist die Kameraführung, wenn die Waffe analysiert ist. Das stört mich ein bisschen. Aber sonst ist alles gut. Sam, Bioverstärker Interface. Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich so von ihm nicht festnageln. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Bereit? Wir gehen da rein. Oh mein Gott, bereit, wir gehen da rein. Was geht bei dir, Mann? Bist du für ein Anführer? Oh. Gott sei Dank hab ich das Maus umgeswitcht. Und hab meine Controller, weil ich nie im Leben so weit gekommen. Was ist das hier? Objekt aufheben, ja. Was es auch mal bringt, noch weiß ich es nicht. Ja, ja, nehmen wir mal. Ja. Oh Gott, auf dem Tisch liegt Greer. Sie haben ihn getötet. Wir versuchen ihn später zu holen. Aber jetzt müssen wir weiter. Sam, gib mir das Technikerprofil. Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, oh mein hilf Gott. Mir ein bisschen! Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf! Hallo? Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei! Sie haben ihn gehört! Wir haben es geschafft! In einem Stück! Es ist noch nicht vorbei! Ich muss durch die Tür da drüben! Nimm doch einfach vor, wie jeder andere ist. Oh, du Heavy. Was ist das jetzt für ein Kampf? Ich muss die mal scannen, die Leute, damit aus Unbekannt bekannt wird. Bin mir nicht ganz so sicher. Ich muss die Sprache entschlüsseln. Da kommen noch mehr! Ja. Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Nehmen wir aber mal mit. Wir müssen beide Seiten verteidigen, mal gucken, was das alles bringt. Wo sollen wir uns positionieren? Hier erstmal Munition aufsammeln. Druckbefehle. Ach, wie schön.
Alles klar. Verstanden. Achtung, ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von Ihrem Vater fern. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich. Die Zeit wird knapp. Haha. Himmelarsch. Halten Sie beide Seiten. Sie dürfen nicht durchkommen. Ja, wow. Halten Sie beide Seiten. Ob ich ein Scharfschützengewehr? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber Sie wollen ihn unbedingt... Also... 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Könnte daran liegen, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Kommen Sie voran, Sir? Und gut, schon daneben so. Zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Ja. Nur noch ein bisschen länger. Schon wieder so ein Ding. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Warte. Entschlüsselung abgeschlossen. Okay. Geschafft. Also geh es auf jeden Fall scannen jetzt. Ich muss es mal prüfen jetzt, dadurch, dass ich, wie gesagt, mit dem gezockt habe. Ha, war T jetzt einfach annehmen? Nee. Das ist das Messer noch, okay, passt. Ja, Scott, ich brauche hier deine Hilfe. Schon okay, gehen Sie. Wir halten hier die Augen offen. Wir müssen diese Tür öffnen. Alles klar. Wir müssen diese Tür öffnen. Ja, ich komme ja schon. Nein. Gott. Hetzt der Kerl. Mein Gott, er hetzt. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Eine Unterhaltung mit wem? Eher mit was? Ich denke, es ist ein System. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexiere. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Okay. Wiederhole,
Wir brauchen sofort eine Notexfiltration. Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Geht der Helm jetzt nicht mehr, oder was? Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Was ist denn da los, ey? Vor kurzem konnte er das doch noch schweißen oder schmelzen oder was auch immer. Und jetzt einfach mal nicht mehr. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen zurück. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Das restliche Team überlebt. Das ist eine Frage, Alter. Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Wow. Mit wem reden Sie? Sehr emotional. Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin. Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir leid, Scott. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich kann dem kommen eigentlich. Aber das ist eine Heldentat. Deswegen. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber. Sie sind der neue Pathfinder, Scott. Das kann nicht ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, sie kriegen das hin. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe kaum die letzte Mission überlebt. Verdammt, genau genommen habe ich das nicht mal. Aber sie sind wieder gesund und munter. Und sie haben Mumm, so viel steht fest. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe.
Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Alles klar. Ach ja. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Na dann? Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Privater Kanal? Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Coole Sache. Jetzt haben wir einen privaten Kanal mit unserem Bot. Und sind Pathfinder geworden. Nein, das hier auf die Tragflächen oder was weiß ich, was es sein soll. Wie kann ich die Gesichter nicht ernst nehmen von denen? Sie sieht irgendwie traurig aus. Ich glaube, das ist auch ein Weibchen. Versucht jetzt der Süße und sauer zu werden. Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben die Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Undock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Ja, bringen Sie uns rein. Aus. Ne? Oder nicht fertig gebaut. Was soll das denn Scheiß sein überhaupt? Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Gut, dass die das gesagt hat. Das hat ja keiner gecheckt, dass wir angedockt haben. Ja. Dann würde ich mal sagen... Okay bei Ihnen, Ryder? Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Genau, er hat dich das Pathfinder genannt und jetzt hältst du mal die Klappe. Atmen Sie einfach tief durch. Das war's mit der Folge. Glauben, und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Ey. Aber jetzt also, ihn. Ciao.